Es beginnt mit einem Husten oder Keuchen. Schon bald fühlt sich dein Brustkorb eng an. Deine Atmung wird schneller und flacher und du fühlst dich außer Atem. Das sind typische Symptome für einen Asthmaanfall. Weltweit leiden mehr als 300 Millionen Menschen an Asthma und etwa 250.000 sterben jedes Jahr daran. Aber warum bekommt man überhaupt Asthma? Und warum kann dieses Leiden tödlich sein? Asthma beeinträchtigt das Atmungssystem, insbesondere die kleineren Atemwege wie die Bronchien und Bronchiolen. Diese Luftwege haben eine Innenauskleidung, die Schleimhaut, die von einer Schicht glatter Muskeln umgeben ist. Bei Asthma sind die Atemwege chronisch entzündet, weshalb sie auf bestimmte Reize überempfindlich reagieren. Zu den vielen Asthma-Auslösern gehören Tabakrauch, Pollen, Staub, Duftstoffe, Sport, kaltes Wetter, Stress und auch Erkältungen. Wenn Menschen mit Asthma diesen Auslösern ausgesetzt sind, kann es zu einem Asthmaanfall oder einer Exazerbation kommen. Aber wie genau führen solch alltägliche Faktoren zu einem Asthmaanfall? Kommt es bei einem Asthmatiker zu einem solchen Reiz, ziehen sich die Muskelringe, die die kleinen Atemwege in der Lunge umgeben, zusammen und verengen sich. Durch den Reiz verschlimmert sich die Entzündung, sodass die Schleimhäute anschwellen und mehr Schleim absondern. Normalerweise dient dieser Schleim dazu, Partikel wie Pollen oder Staub abzufangen und auszuscheiden, aber während eines Asthmaanfalls blockiert er die verengten Atemwege und erschwert so das Atmen zusätzlich. Diese Folgen bedingen die Symptome von Asthma. Die Verengung der glatten Muskulatur führt zu einem Gefühl der Enge in der Brust. Überschüssiger Schleim und die Entzündungen können Husten auslösen. Und das Keuchen? Das passiert, weil sich die Atemwege verengen und die durch die verengten Atemwege strömende Luft ein Pfeifen erzeugt. Diese Symptome können das Gefühl erzeugen, dass einem die Luft ausgeht. Doch bei einem Asthmaanfall macht es die Entzündung mitunter schwerer aus, als einzuatmen. Mit der Zeit führt dies zu einem Überschuss an Luft in der Lunge, ein Phänomen, das man Hyperinflation nennt. Der Lufteinschluss in der Lunge zwingt den Körper, sich mehr anzustrengen, um die Luft in die Lunge und wieder heraus zu befördern. Längerfristig kann dies zu einer verminderten Sauerstoffzufuhr zu Organen und Gewebe führen. Bei unbehandelten schweren Asthmaanfällen hält der Körper das nicht aus, was zum Tod durch Sauerstoffmangel führen kann. Wie können wir also diese unangenehmen und potenziell tödlichen Anfälle bei Asthmatikern verhindern? Eine Möglichkeit ist, die entsprechenden Reize zu reduzieren. Leider ist die Welt ein unberechenbarer Ort und der Kontakt mit Reizstoffen lässt sich nicht immer kontrollieren. Hier kommen Inhalatoren ins Spiel, die wichtigste Behandlungsmethode für Asthma. Die Präparate darin helfen, Asthmasymptome zu lindern und zu bekämpfen. Inhalatoren transportieren die Wirkstoffe mittels eines Flüssignebels oder eines feinen Pulvers in die betroffenen Atemwege, um das Problem an der Wurzel zu behandeln. Es gibt diese in zwei Formen. Zum einen lindernde Mittel, die die Symptome unmittelbar behandeln und Beta-Agonisten enthalten. Beta-Agonisten entspannen verengte Muskeln, wodurch sich die Atemwege weiten und mehr Luft durch die Lunge strömen kann. Die andere Form von Inhalatoren dient als Präventivmittel, das die Asthmasymptome langfristig behandelt und Kortikosteroide enthält. Diese verringern die Empfindlichkeit der Atemwege und hemmen Entzündungen, wodurch das Asthma kontrollierbar wird. Außerdem helfen sie, langfristige Schäden durch chronische Entzündungen zu verhindern, die zur Vernarbung der Atemwege führen. Inhalatoren sind äußerst wirksam und haben schon vielen zu einem besseren Leben verholfen. Obwohl wir bei der Behandlung und Diagnose von Asthma schon weit gekommen sind, kennen wir noch immer nicht die genauen Ursachen. Aktuell geht man davon aus, dass sowohl genetische als auch umweltbedingte Faktoren möglicherweise schon in der frühen Kindheit eine Rolle spielen. Neuere Studien haben einen Zusammenhang zwischen Armut und Asthma hergestellt. Die Gründe dafür reichen von der Belastung durch mehr Schad- und Umweltreizstoffe bis hin zu schlechterer medizinischer Versorgung. Je besser wir Asthma verstehen lernen, desto bessere Wege können wir finden, um die Atemwege von Menschen davor zu schützen. Erweitere deinen Horizont mit diesen Videos und abonniere unseren Kanal. Auf diese Weise verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.